Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kleinen Odinwar Shoppen. Ich war nämlich wieder bei Amazon ein bisschen unterwegs und habe ein bisschen was für Weihnachten und ein bisschen so geholt. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe einmal geholt, die Links werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen, LED Diamond, ja, so eine Lichterkette ist das mit Fernbedienung. Seht ihr das? Die werden wir auch gleich mal mit auspacken. Die werdet ihr dann logischerweise auch in meinen Weihnachtsvideos sehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich sie hinbauen werde. Aber irgendwo kommt sie ran. So. Ich denke mal, ich werde sie... am Fensterrahmen machen oder so. So, da haben wir einmal eine Fernbedienung mit bei. On-Off, Timer, Mode, Dimming, also... Kann man einen Modus wählen, man kann dimmen, an- und ausschalten und einen Timer kann man machen. So, dann haben wir hier diese Halterung. Sieht man das? Mit Haken. Die werde ich nämlich dann gucken, dass ich die dann an die Gardinenstange oben irgendwie befestige. Und dass man doch trotzdem noch die Gardine machen kann. Und hier ist dann die komplette Lichterkette mit den einzelnen Strängen und Diamant, deswegen, weil hier überall so kleine Diamanten dranhängen. Seht ihr das? Also die ganze Kette leuchtet, die ganzen dünnen Dinger hier, seht ihr das? Ja. Und der Diamant auch. Und wir haben auch hier, sieht man das? Ja. Haben wir auch so eine Halterung. Ich bin auch am Überlegen, ich habe ja noch mein Drahtseil. Was ich abgemacht hatte, ich hatte ja Gardinenstange ran. Ob ich vielleicht zusätzlich mein Drahtseil wieder ranmache, dann könnte ich die ans Drahtseil super ranhängen. Da muss ich mal gucken, wo ich, oder beziehungsweise wo meine Frau das hingemacht hat. Und dann passt das. Dann brauche ich es nicht an die Gardinenstange machen, dann kann ich es da ranhängen. Und dann sieht das schicki aus. Wartet, ich muss das erstmal hier heile wieder in den Karton kriegen. Weil ich muss immer alles gut verpacken, wieder wegpacken. Weil sonst sind die Katzen dran und knabbern mir ruckzuck da mal ein Kabel durch. Und das wäre dann halt sehr unpraktisch. Ihr könnt die auch nochmal verlängern, also könnt zwei davon holen und könnt die verlängern. Wir haben hier auch so einen Anschluss. Warte, den muss ich nochmal rausholen. Hier. Dann kann man dann das gleiche dann nochmal ranschrauben, wenn ihr halt eine größere Fläche habt. Das ist auch überhaupt kein Problem. Weil es wird ja langsam die weihnachtliche Zeit und da muss man ein bisschen an Weihnachten denken. Ja. Dann haben wir hier noch was Schönes. So. Das ist ein externes Blu-ray-Laufwerk. Schauen wir mal hier die Kabel. Wir haben hier zweimal Kabel mit bei. Einmal so einen runden. Mit USB und dann nochmal einen separaten USB. Also einmal kriegt das Strom über USB. Ich habe ja glaube noch zwei oder drei USB-Steckplätze frei. Und einmal haben wir dann USB und dann hier hinten diesen breiten, was ihr auch von Festplatte kennt. Da können wir dann, ja, die müssen wir dann beide mit dem PC verbinden. Die Kabel sehen jetzt nicht so lang aus, aber der kommt ja sowieso oben ruffeligt. Also von daher reicht das eigentlich. Und Verlängerungskabel habe ich auch noch da, also das wäre ja nun nicht das Problem. So, dann haben wir das ganze Ding hier. So, sieht's aus. Silbern. Wo geht denn das hier auf? Ich mache es mal schon mal auf. Muss ich dann auch machen, wenn meine Frau das nicht mitkriegt. Weil die meckert momentan rum, wenn ich mir Technik hole. So, da haben wir praktisch so. Und da seht ihr das Logo. Und hier unten haben wir dann Blu-ray, DVD, RW, Disc. Steht alles dran. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es ein Brenner auch ist. Also ein Brenner wird es sein für CDs und DVDs, aber für Blu-rays weiß ich das jetzt so auf Anhieb gar nicht. Mir hat halt nur das Design gefallen. Und ich brauchte unbedingt ein externes, weil mein Laufwerk im PC geht nicht mehr.
weil der Kabel hinten ein bisschen Wackelkontakt hat. Und ich habe mir auch schon überlegt, dass ich das rausnehmen will und den halt dann oben rauf stelle, wenn ich dann mal DVD brauche, beziehungsweise Blu-ray, wenn ich irgendwelche Programme installiere. Und dadurch kann die Festplatte, die jetzt ganz unten ist, weiter hoch. Und dann kann ich an die Wasserkühlung noch zwei Lüfter ranmachen. Da kommen die BeQuiet-Lüfter ran und dann habe ich einen besseren Airflow da drin. Achso, wir haben an der Seite haben wir auch noch Tasten. LED-Licht ist da. Auswurfknopf. macOS, Windows. Ist auch alles super erklärt. Hier ist auch eine Mindestvoraussetzung, was der CPU haben sollte. 2 GB RAM. Komme ich dicke hin mit. Dicke. Also hier steht auch drin, was man machen kann. Ich habe jetzt meine Lesebrille aber gerade nicht auf. Spezifikationen. Ja, muss ich mir nachher durchlesen. Weil meine Frau ist gerade beim Frauenarzt, da werde ich das nämlich nachher gleich anbauen. Und dann kriegt sie das nicht mit. Aber ich brauche ja ein Laufwerk. Und jetzt habe ich ein externes. So. Nehmen wir mal hier hin. Dann haben wir noch was Schönes. Sieht man es? Das sind LED-Streifen. Ich hatte mir vorher ja von der gleichen Firma schon LED-Streifen geholt, was ich dann um den Bilderrahmen rum gemacht habe. Und die fand ich sehr, sehr kraftvoll und leuchtend und die sehen schön aus. Und da habe ich jetzt eigentlich auch nur durch Zufall, weil ich habe mir von der gleichen Firma halt das Laufwerk geholt, weil mir das angezeigt wurde. Ihr kennt es ja bei Amazon, wenn man raufgeht, du hast schon mal gekauft und so und wir empfehlen dir. Und da war von der Firma, wo ich die Lichterkette habe, halt auch das Laufwerk. Und die, also eigentlich war Ditte zuerst da, ja, und dann habe ich das im Warenkorb gepackt und dann wurde mir das angezeigt. Und habe ich gedacht, naja, nimmst du gleich mit. Und dann habe ich halt auch gesehen, wo ich dann bei dem Laufwerk drauf war, Produkte, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft oder keine Ahnung, Kaufempfehlung mit diesen LED-Streifen. Wartet mal, ich muss euch dazu noch was zeigen. Weil das Geile hierbei ist, also einmal logischerweise wieder mit Fernbedienung und dann haben wir hier das Steuermodul, das kennt ihr ja alles, brauche ich ja nicht großartig zu sagen. Wir haben auch hier wieder so Kappen mit bei, ich weiß nicht, ich glaube, die sind zum Zusammenfügen, wenn man mehrere hat. Das ist mit bei und hier dann auch noch dieses hier und noch ein zweites. Also wir haben hier zwei und da habe ich gedacht, Mensch, für den Preis, da musst du auf jeden Fall zuschlagen, weil jetzt kommt ja auch demnächst die RGB-Beleuchtung für ein TV. Da habe ich was Schönes geholt. Das darf auch nämlich meine Frau wissen, aber das ist mein Weihnachtsgeschenk. Und da habe ich dann das gesehen und da habe ich gedacht, das kannst du doch noch super für einen Fernseher, Quatsch, für einen Fernseher, für die Schrankwand nehmen. Ich würde nämlich gerne um meine Schrankwand außenrum eine Lichterkette machen. Also so ein RGB-Band, was ich dann separat an- und ausschalten kann mit warmweiß, gelb, grün, blau, passend zum Bilderrahmen. Und da hole ich mir dann auch noch separat so einen Adapter. Der kommt praktisch der. Wartet. So. Der wird gar nicht erst angeklemmt, der mit bei war. Den brauche ich im Prinzip nicht, aber der ist halt mit bei, weil man muss den ja irgendwie benutzen können, logischerweise. Ich werde mir bei Amazon nochmal für ein paar Euro so ein anderes Ding holen. Das schließt du denn dazwischen und dann kannst du das über die App und über Alexa steuern. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Alexa LED Schrankwand an und dann geht die an. Ja, und das habe ich mir geplant, weil das ist jetzt LED-Wohnzimmer, was am Bilderraum rum ist. Und jetzt mache ich noch LED-Wohnzimmer-Schrankwand, also in dem Bereich Wohnzimmer. Und der Name dafür wird LED-Schrankwand. Und dann kann ich das halt über die Alexa-App
über, wie heißt denn die komische App? Magic Home heißt die. Die kann ich euch mal zeigen. Die sieht dann, wenn man die anmacht, so aus. Ja. Und wo haben wir Alexa? Alexa. Und Smart Home. Guten Tag. Ja, ich weiß, fertig. Ist schon wieder ein Update da? So. Und da bin ich jetzt in Alexa im Smart Home drin und da habe ich dann hier unten ein Wohnzimmer und so eine Birne. Und wenn ich da dann drauf drücke, dann geht die LED an. Beziehungsweise gehen alle LEDs an, die in diesem Bereich sind. Aber über Alexa kann man sie nochmal separat steuern. Ich kann auch eine LED-Kette draußen lassen. Ja, die ist jetzt, da seht ihr, die ist jetzt aus und dann, was steht da drunter? Soundbar. Soundbar, logischerweise ist die Soundbar. Das Fire TV steht hier komischerweise nicht drin, was im Wohnzimmer ist, obwohl das eigentlich mit bei sein sollte. Naja. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt für dieses Unboxing, also beziehungsweise Odin mal shoppen. Ihr werdet hier die Lichterkette sowieso sehen, wenn ich hier denn das Weihnachtsvideo mache. Ich mache ja dann wieder ein Video also nicht nur mein normales Weihnachtsvideo, wo ich euch allen frohe Weihnachten wünsche. Ich zeige euch auch wieder, wie ich es eingerichtet habe und damit das weihnachtliche Ambiente hochkommt und so. Ja, da freuen sich immer einige drauf und das mache ich weiterhin so. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. So, jetzt haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.